Ritas Welt hat alles getoppt. Bis heute. Werden Sie also noch angesprochen? Jeden Tag. Und ich meine, ich habe mich inzwischen wirklich verändert. Ich habe das Haar noch mehr offen als früher. Ja, Sie tragen Ihr Haar offen. Das Knie kommt gleich durch. Minimal. Dann hat ein Freund von mir, ein Trainerkollege, jetziger Trainerkollege, meine eigentliche Begabung erkannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, weit vor mir. Der hat gesagt, trainiere Leute. Coache Leute. Komm mit zu meinen Seminaren. Der hatte ein Seminar, was sehr gut lief. Das konnte er nicht alles so alleine machen. Übernimm du es. Ich sage, hör auf zu träumen. Also Manager zu bespaßen, ist so, brauche ich so dringend wie Kopfschmerzen. Ja? Die sitzen neben mir im Flieger. Die strahlen drei Dinge aus. Guck mich nicht an. Sprich mich nicht an. Ich bin wichtig. Weißt du, die brauche ich gar nicht. Ja. Also mein Zugang zur Aggression ist einfach immer sehr leicht gewesen. Und jetzt kann man das einmal dazu benutzen, eine Rolle zu spielen. Oder ich kann Menschen, die eine Beißhemmung haben, die zu freundlich sind, die auch beim dritten Mal, wenn sie geschlagen werden, immer noch die Grinsekatze aufsetzen und lächeln, denen helfen, ein bisschen mehr Biss zu entwickeln. Im Ernst? Im Ernst. Zu mir kommen die, die eine fachliche Kompetenz haben und sich nicht durchsetzen können. Weil es braucht Energie, um sich durchzusetzen. Richtig. Ich muss mich fokussieren können. Und das haben die nie gelernt. Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Sie haben ein sehr lesenswertes Buch gemacht. Böse Mädchen kommen in die Chefetage. Ja. Wie kommt man denn da rein als Mädchen? Warum muss man böse sein, um da reinzukommen? Also, böse sein heißt eigentlich nur, seine positive Aggression auch nutzen. Und da haben Frauen einen deutlichen Wettbewerbsnachteil uns Männern gegenüber. Wir haben schon im Sandkasten gelernt, uns durchzusetzen, zu rangeln. Da gibt es immer einen Anführer. Ja. Ja. Frauen ist das eher peinlich. Und ich sage, Mädchen, dann geh noch einen Schritt weiter. Wir machen einfache Schauspielübungen mit denen, um einfach zu zeigen, was bedeutet es, einfach mal in dem Kontakt mit seiner Aggression zu sein. Und dann kommen meistens als allererstes die Tränen. Weil das ist schmerzhaft. Wenn ich in eine Situation gebracht werde, in die ich mich zu meiner vollen Schönheit aufrichte, dann kommt der Schmerz von den Situationen, wo ich eben unterdrückt wurde. Und das muss raus. Dieser Schmerz muss raus. Und danach sind die Frauen sehr viel selbstbewusster. Und diese Arbeit, dass ich das machen darf, dass das funktioniert, großes Kino. Also ich bin immer noch dankbar dafür, dass ich das jetzt machen darf.